zu treffen als Gast in meinem eigenen Spiel. Ihr Grund ist, offen gesagt, reine Neugier. Ich möchte sehen, wie diese jungen Leute meine alte Komödie, die Schule der Frauen, als Oper zugerichtet haben im 20. Jahrhundert. In diesem Haus lebt Monsieur Arnolphe, ein Grießkram, eitel wie ein Pfau, und mon Dieu, ein Verächter der Frauen. Jedes Mittel ist ihm recht, wenn es Freilosigkeit zu entlarven gibt. Mit dem leisesten Argwohn begnügt er sich, um über eine Dame zu lästern. Doch auch er hat einen Hang zu den Frauen, wie jeder Mann. Er glaubt, dass er ein Mittel fand, verheiratet zu sein. Doch dem Kopfschmuck zu entgehen, der jede Ehe vergiftet. Auf dem Land bei simplen Bauern entdeckte er ein Mädchen, brav und unverdorben, und nahm es in seine Obhut. In einem Kloster von bestem Ruf, fern von aller Welt, ließ ich sie erziehen. Schlicht und einfach ist sie geblieben bis zum heutigen Tag. Aber nun sind 14 Jahre vergangen und die Zeit ist gekommen. Meine lang gehegten Wunsch endlich zu verwirklichen, Berechnung und Geduld finden ihren Lohn. Ach, es wird noch heute meine Frau, ja, sie wird meine Frau. Der Sohn des Rote, und von der Rote bringt er ein Schreiben. Seid herzlich willkommen, lieber Horace, denn schöner und stattlicher junger Mann ist aus dem Kind geworden, das ich einst im Arme hielt. Ich heiße euch sehr herzlich willkommen. Monsieur Arnolphe, ich bin überglücklich, den besten Freund meines Vaters zu sehen. Er lässt euch sagen, ihr seid auf dem Weg in den Weg. Bald wird er bei euch sein. Das steht hier im Brief. Doch nun zu euch, mein junger Freund, was mir bestand, in unsere Stadt zu kommen. Vermutlich Geschäfte im Auftrag eures Vaters. Gewiss, das war der Anlass meiner Reise. Doch habe ich unser Handelskontor noch nicht besucht, weil etwas Unerwartetes geschah. Darf ich es euch erzählen? Zum Freund des Vaters hab ich vertraut. Ich bin ganz ohr. Kaum war ich hier, da hatte ich ein köstliches, ein wunderbares Erlebnis. Kann es mir denken, eine Liebesaffäre, ganz im Geheimen, habe ich recht.
scheint, ich bekomme ein neues Kapitel für meine Chronik skandalöse. Und wer ist das Opfer, das die Herren erträgt? Ein eifersüchtiger alter Narr, er nahm in sein Haus ein reizendes Mädchen. Das sind wie eine gefangene Held, damit dir bei Gott nur ein anderer Mann begegne. Aber trotz Schloss und Riegel gewann ich ihr Herz und das Recht, sie jederzeit zu besuchen. Wo wohnt sie denn, eure Schöne? In diesem Haus, dort ist ihr Fenster. Oh Gott, die Laus im eigenen Pelz! Ihr scheint verstimmt, Monsieur Arnold. Verstimmt? Nun ja, einen Wohltäter so gemein zu hintergehen. Ihr kennt ihn wohl. Ein entfernter Bekannter. Von Zorn unterstrich ich fast. Er soll ein Narr sein, wie ich höre. Darüber lässt sich streiten. Doch komme, was mag. Ich weiß, dass mich Agnes aufrichtig liebt. Und solang ihr mit Anstieg mit Hilfe und Rat geht alles nach Wunsch. Oh, Agnes, liebes Mädchen, verlasse dich auf mich. Ich will es nicht, das ist doch nicht. So streng auf mich, auf der Vorderwelt, mich hilfe und mir rasten. Das ist doch nicht, was du mir helfen. Dass niemand etwas erfährt. Wer denn auf das Milchgesicht, verdammter Schürzendegen, erschien ich dich in Sicherheit, dann jage ich diesen Teufel. Bin mir der Diener, Hände drum und jedes gute Wort, doch muss ich heute freundlich sein, damit er mir das erzählt. Inzwischen lasse ich Agnes keine Sekunde aus meinen Augen. Sie wird strenger gehalten denn je, damit ihr die Seitensprünge verdient. Hallo, alle, Suschette. Alle, Suschette. Du beschwichtige Hexe, du Kuh! Ihr vom Teufel getrieben, einen fremden Mann heimlich einzulassen in mein Haus. Ich hatte es euch doch streng verboten. Alle, wo ist der Kerl der rasenden Sprache? Wo ist der zweite Schuf? Alle, alle! Weiter? Ah, ich verstehe, es fehlt, wie mir scheint, ein Akteur bei mir.
mir wäre so etwas niemals vorgekommen. Es juckt mich in den Fingern, selber mitzuspielen. Den Anol spiel ich früher, jetzt sing ich den Alain. Gehorsamster Diener, fühlt ihr euch nicht wohl? Mir scheint, ein toller Hund hat ihn gebissen. Er hat den Verstand verloren. Ihr Lumpen, ihr Schufen, ihr Hackelungen, ihr verletzt mein fröhliches Wort, einen Fremden einlassen ins Haus. Wie kann der Fremd zu Agnes? Es ist zu viel. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich kenne ihn ja nicht wie du. Es ist unser Fehler, dass wir dem netten Jungen Einlass gewährten. Zeit uns glänzend, dafür sind wir ihm dankbar. Warum, du fragst noch, aus Eifersucht. Warum quält ihn die Eifersucht? Weil er eben eifersüchtig ist. Und weshalb ist er eifersüchtig? Das will ich im Gleichnis hier erklären. Isst doch jeden Abend mit Behagen deine Suppe. Und am liebsten mit Brot. Wenn nun ein anderer seinen Löffel in deine Suppe taucht, was tust du dann? Ich haue ihm auf die Finger. Sehr gut, Georgette, zieh aus dem Gleichnis, wie sie's geziemt, die Lehre. So sag sie mir doch. Die Frau ist die Suppe des Mannes. Er kann es nicht leiden, wenn andere Männer ihre Löffel in seine Suppe tauchen. Dann packt ihn raschende Wut. Doch ist es mit deiner Moral ist es übel bestellt. Schon gut, ich höre, dass ihr nur noch mehr kennt. Ihr werdet noch manches Jahr glücklich sein, denn wir essen aus unserem Teller. Dem göttlichen Augustus eine griechische Hetäre. Wenn dich der Zorn plötzlich packt und du schäumst vor Wut, dann wiederhole mein Alphabet, solange bis du dich beruhigt, den trefflichen Ratschlag probier ich jetzt aus. Alphabet.
Gamma, Delta, Epsilon. Zeta. Zeta, Eta, Theta. Jota, Kappa, Lambda, Mu. Jota, Kappa, Lambda, Mu. Nixi, Omikron, Pi, Rho. Nixi, Omikron, Pi, Rho. Sigma, Tau. Sigma, Tau, Ypsilon. Phi. Das verbitte ich mir. Jota, Kappa, Lambda, Mi, Nixi, Omikron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Ypsilon, Phi, Chi, Pi, Omega. Augustus, zwar spüre ich noch den Zorn, doch fühle ich mich ruhig genug, um Agnes die Falsche auf Herz und Nieren zu prüfen. Georgette, geh auf Agnes und sage, ich wünsche dir, dass du unverzüglich erscheine. Ist es nicht angenehm, so zu spazieren am Abend in der erfrischenden Luft? Ja, es ist angenehm, etwas frische Luft zu haben. Besonders wenn man den lieben langen Tag in seinem Zimmer sitzen muss. Nun, sag, was hast du erlebt? Während ja fort war, gib mir Bescheid. Nichts von Bedeutung hab ich erlebt. Das heißt, ich vergaß Madame Bessons alter Esel. Starb gestern früh, kurz vor 4:30. Wie traurig, das tut mir aufrichtig leid. Denn ich habe diesen Esel sehr gern gehabt. Oh, ich bin traurig. Und mir kommen die Tränen, wenn ich bedenke, dass das freundliche Tier noch gestern gesund war und munter wie ich. Schon gut, schon gut. Wir müssen ja alle einmal sterben. Gab es viel Regen, während ich auf Reisen war? Nicht mehr als für die Fehler gut ist. Du hattest keine Langeweile. Wie sollte ich? Es gab Arbeit genug. Ja, seltsame Dinge erzählt sich die Stadt. So berichtet man mir, dass ein Fremder bei dir sich gemeldet und dass du ihn ohne viel Zögern sehr freundlich im Hause empfingst. Ich trat der Verleumdung energisch entgegen, auf deine Tugend schwor ich einen Eid. Oh, schwört nicht so unbedacht, wie leicht könnte es ein mein Eid sein. Oh, die Schlange, was meint sie damit? Nun, weiter erzählen, die Wahrheit will ich hören. Ich oben auf einem Fenster saß, mit Nähen beschäftigt, den Weg. Doch euer Schlag das Nachtgewand lichtet und das Muster vollendet nach eurem Gebot. Einen Bude, einen Apfel, ein Eichhorn, ein Herz und immer dem Sau, einen grünen Torbogen. Er schien.
Thank you.
das Stück ist von mir. Ich verlange Respekt vor dem Autor. Zum Teufel mit dem Autor, ich spiele, was ich will. Ich allein habe hier zu bestimmen. Ich bin Molière, berühmt in der ganzen Welt. Durch meine dramatischen Werke, im Jahr bis jetzt, auch sie leben nur durch meine Kunst, als ein Geschöpf meiner Fantasie. Weiter spielen. Gut denn, wo blieb ich stehen? Nun, was war dann? Er kam sofort, wie zu erwarten. Ich war so froh, als ich ihn wieder sah, und traf eben mich in dein
das Feuer. Du liest den Wunsch mir vom Auge ab, bist gefügig und treu über Tag und Nacht. Ja, ja, mein Tag und Nacht, für mein Befehl, du darfst dein Wort mir richten. An den Mann setz ein Gruß, ein Blick und sein Verstoß. Die Strafe mit Härte, die gleicht von ihr Ruhm. Du bist in meiner Gewalt, wie der Fisch im Netz. Hey, ja, wie der Fisch im Netz. Höre mein Befehl, wenn dieser junge Mann hier noch einmal erscheint und zu dir sich einzuschleichen, wirst du nach ihm diesen heimlichen Stein, dann verrät ihn dir los, dass er wieder sieht. Und du bist heut. Als im Sturm die Wir befohlen. Solche Worte höre ich gern. Geh nun ins Haus, schließe das Tor, sammle dich. Und erwarte in Demut den heiligsten Tag deines Lebens. Es wahr sein, was die Philosophen sagen, das Lächeln der Frauen, ihr zärtliches Locken, sie trug, und alles, was sie tun, ist Falschheit und Lüge. Sie schüren unsere Leiden.
Rosa mich ihr Hohn verletzt. Noch kann ich nicht glauben, dass sie mich verraten, dass ich sie für immer verlor. Wie konnte ihre Zärtlichkeit sich so schnell verwandeln in Hass? Womit hab ich verdient dieses Handellos? Zerstört ist meines Lebens Glück. Zerstört ist meines Lebens Glück. Doch halt, da ist ein Zettel. Geschnürte Stein, geht sie nach mir bahn. Zum Teufel, der schlechte Kerl, komm in mein Haus. Oh, wie freue ich mich, euch wiederzusehen. Ich hoffe für euch, dass ihr bald alles seht, eurer Wünsche gelang. Ach, Monsieur Arnolfe, eure Worte klingen wie hohl. Stellt euch vor, wie Agnes mich soeben empfangen hat. Sie schleuderte mir diesen Stein an den Kopf. Bravo, bravo, das ging ja vortrefflich. Sie handelt genau, wie ich ihr befohlen. Das grausame Missgeschick, das euch traf, bedauere ich von Herzen. Mein einziger Trost ist dieser Zettel, ich hab ihn befestigt am Stein. Zum Henker! Nur hört ihre Botschaft. Verzeiht, ach, verzeiht, mein Freund, dass ich dich so schwer gekränkt. Der alte Tyrann ist schuld daran, ihr Befall, ihr denke meinen Streich, tief beschämt bin ich, dass ich mich seinen Willen fühle. Doch nun hab ich erkannt, warum ihr so streng mich gefangen hält. In Dummheit und Einfalt erzog mich in eitrigem Sinn und Eigensucht. Zur Frau begehrt mich, und noch heute in ihr Hochzeit feiern. Einen Rat. Ja, ich will den Teufel tun. Ich rief euch an als guten Freund. Weiterhin, mein Gefühl. Ich bereite den teuflischen Plan. Ja,
lass mich ein Augenblick nur allein, dass ich bedenke von allen Seiten. Doch die Zeit ist kostbar. Für mich ist sie kostbarer noch, denn vielleicht geht für heute Nacht schon das Mädchen. Dieses Haus, bis ich alles bedacht. Statt mir zu raten, schickt mich fort. Auf ihn ist kein Verlass. Aus eigener Kraft muss ich uns helfen. Doch wie? Hallo, allein, Schoschette! Kommt schnell heraus, ihr Lieben, ihr Guten, ich brauche euch dringend. Wo steckt ihr denn wieder? Wehrt ihr denn nicht? Ihr müsst mich bewahren vor Schande und Spott. Was? Hör, es eilt, jeder Augenblick zählt. Schleiche heimlich ins Haus, hole Agnes heraus und ergreif schnell die Flucht, ehe der Alte es merkt. Was steht zu diensten? Was steht zu diensten? Mein Herr und Gebieter. Mein Herr und Gebieter. Wir sind euch zu diensten. Mehr und auf, meine Freunde. Man steht der Ehre eures Herrn nach. Und das trifft euch so bitter wie mich. Und ob es uns trifft, ja mitten ins Herz. Komm, Horas, angeschlichen und verzehrlich. Lass ihn nieder, lass ihn verführen durch schöne Worte. Alle, mein Freund, lass mich zu ihr hinein, erbarm dich meiner Liebespein. O balzender Hahn, was fällt dir denn ein? Verkehr dich weg, wäre meine Antwort. Bravo, ganz ausgezeichnet. Schoschette, liebes Mädchen, eröffne die Tür, im Schutze der Nacht in die Schleiche zu gehen. Aus dem O weh, welch ein Schlag von so zarter Hand! Und doch tat wohl, denn galt ja Horas. Alle mit euch mein. Und dies mein Giorgetti grennt wieder. Nun aber ungesäumt, wir uns zusammen, ich muss sie alle, mein Herz steht in Flammen. Und beschlägt ich sie nicht, dass sie so allein. Hört auf, das Gelübde, wir drei müssen toll. Spart für ihn euren Mut und das Licht in Ruhe. Durch See mit Vergnügen, mit Rettung ist frei. Mit Treue beschützt, wenn ihr mein Haus. Dank, liebe Freunde, auf euch ist Verlass. So, Agnes, du Falsche, jetzt lern du mich kennen. Bald wird dir das Briefeschreiben vergehen. Was hast du getrieben? Wer dich vor Atem
Heraus zur Strafe und versehen all deine Sünden wirst du mir jetzt beichten und keine vergessen. Zu beichten ist nichts, mein Gewissen ist rein. Auf den Saum eures Nachtgewands stickte ich Muster. Ihr wisst einen Pudel und einen Tannenbaum. Da hört ich von fern den Schritt des Horas. Und als er mich rief, da warf ich den Stein. Durch so viel Leben.
hat mich die Liebe gebracht. Mein Gott, bin ich verrückt geworden, nicht mehr Herr meiner Sinne. Sie hat für mich nur ein Gefühl, Verachtung. Sie spottet meiner Liebe, meiner Leidenschaft und feuert sie an nur ihre Kälte. Am eigenen Leib erfahre ich die bittere Wahrheit, das Alter nicht zusammenpassen, nur das Verwandte findet sich. Allen Mühen, allen Listen, jeder nichts an Gesetz der Welt. Ich habe die Liebe verspottet und ahne es wie eine Sklavin gehalten, um sie gefügig zu machen. Nun bin ich in ihren Schlingen, brennend vor Leidenschaft. Ihr Gebieter nicht mehr, ihr Sklave, mit frechen Reden, mit eisigen Blicken weist sie mich ab und spottet meines Alters. Sie lebt, Horaz. Ich habe das Spiel verloren. O Agnes, was soll ich? Die Haare mir raufen oder gar mich töten. O Agnes, was soll ich? Wohin treibt mich die Liebe? Wohin die Verzweiflung des das Glück der Jugend zu erzwingen? Mag ich auch dran zugrunde gehen? Sie lebt, Horaz. Ich ist es auch Tollheit, was ich beschloss, noch heute wird sie meine Frau. Begreifen Sie noch immer nicht, wie lächerlich sie sich machen. Sie ist mein und sie bleibt es. Ich brenne vor Lust und Begierde, ich muss alles besitzen. Ihr Liebesfreuden, sind Sie zu alt, Monsieur Arnold? Zu alt, lächerlich, in mein Adern bin ich Kräfte, gefallen Sie ohne Männer. Nehmen Sie endlich Vernunft an, beruhigen Sie sich, denn sonst
sie nur die komische Rolle aus der alten Oper, die Rolle des Doktor Bartolo. Dummes Geschwätz! Ich verbitte mir solche Vergleiche mit dem sicherlich in verletzender Absicht erwähnt den Dr. Balardo. Meine Schluss ist unabänderlich, aber es wird kein und sie bleibt es bis ans Ende ihres Lebens. Thank you.
unbesorgt, alles ist vorbereitet. Wir wissen uns drängen, doch nur für wenige Stunden. Hier in der Stadt lebt ein Freund, ich bringe dich zu ihm, ist alles geregelt. Doch sieh, da kommt er. Was sehe ich? Horas, ist es ein Trumpet? Ist es Täuschung? Nein, er kommt auf mich zu. Mund und Mund auf! Gott, so groß, Horas, so zeitig schon auf den Beinen. Ihr lebt nach dem Sprichwort, morgen Stuhl und hat Gold im Mund. Mein Freund, ich erzähle euch später, was mir eben widerfahren ist. Erfüllt ihr nur jetzt eine dringliche Bitte. Erfüllt ich die Bitte, bevor ihr sie stellt. Ihr könnt verfügen über mich. Dank sei dem Zufall, der euch hierher geführt hat, den ihr allein könnt helfen. Alles ist frei. Befreit von der Tyrannei des Alten. Und ich bitte euch herzlich, eure Pause aufzunehmen, wie sich einer sieht, der uns gefunden hat. Nichts geht ich lieber als dies in der Freund. Sie kann bei mir bleiben, solange sie will, und wäre es für immer. Nicht doch, den Freund, ein paar Tage nur, bis alles in Ordnung ist. Wo steckt eure Schöne, bringt sie her? Ich werde sie trefflich bewachen. Nun ist es aus, wir sind verloren. Alas, soll meine Schütze sein. Du lebst nicht aufs neue Haus, der gemeine Tyrannei, der dich durch ein Mund noch entkommt. Ist der Schurke, der Agnes mir nahm, und in all seine schlaue Verlogenheit gelang, doch so spät seh ich ein besser noch nicht wahr. Am Ziel meiner Reise bin ich endlich angelangt. Welche Freude für mich, euch beide wohl auf einzutreffen. Dich, mein Sohn Horas, und euch, Arnold, mein Freund. Ich bringe eine Nachricht, die euch entzücken wird. Mein Freund Ori ist jetzt nach langer Abwesenheit wieder heimgekehrt. Schon ist er in der Stadt und wird bald bei euch sein. In der Freude des Wiedersehens fassen wir einen höchst klugen Beschluss, der euch beide betrifft. Ja, Horas, mein Sohn, eine Braut haben wir dir zugedacht, nach reiflicher Überlegung. Gleich sollst du sie sehen, sie ist in unserer Nähe. Noch heute kann die Hochzeit gefeiert werden. Das Schicksal hat mich von den Burschen befreit. Die Stunde der Rache an Agnes ist da. Yeah.
Verzeihung für mein spätes Erscheinen. Wichtige Geschäfte hielten mich zurück in einer Stadt, in der mein Schiff vor Anker liegt. Aber es ist nicht zu spät, um freilich zu beschließen den Tag meiner Wiederkehr. Monsieur Arnolphe, ich komme von weit her, um euch zu danken für alle die Güte und Liebe, die ihr schon seit Jahren aufgewendet habt für meine Auf der Villa, 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 auf der Villa
Alle Sonne, Gott und Nebel, es bin ja alle Sonne. Alle Sonne, Gott und Nebel, es bin ja alle Sonne.